Nach fast 4 Jahren Planungs- und Bauzeit wurde die generalsanierte Kirchbacher Halle im Rahmen eines Festakts offiziell eröffnet. Die Halle, die ursprünglich zwischen 1978 und 1981 als Sportstätte und Veranstaltungszentrum errichtet wurde, bedurfte nach über 40 Jahren einer umfassenden Erneuerung. Im Herbst 2020 fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss zur Generalsanierung. Das war so wichtig, weil hier ja auch durch den Schulen geturnt wird, Sport betrieben wird und auch Feste veranstaltet wird. Und eine Halle dieses Ausmaßes würde in dieser Zeit nicht mehr genehmigt werden würden. Und dadurch war für uns von Anfang an entscheidend, dass wir diese Halle sanieren. Sie hat doch eine Fläche, eine Spielfläche von 1000 Quadratmeter, das ist doch einzigartig in der Südoststeiermark fast. Und natürlich bedarf es sehr viel Kraft und Aufwand, auch von den Firmen. Man weiß es, wenn man ein Haus baut, wenn man zwischendurch wohnt und dann auch noch umreist. Aber wir haben es geschafft. Die große Nutzung ist eben Schulbetrieb in den Schulzeiten, vormittags immer bis 14 Uhr. Am Nachmittag trainieren vor allem im Herbst die Fußballvereine. Auch haben wir einen separaten Teil, wo Judo Kirchbach einen Raum hat und trainieren kann. Und im Winter sind eben dann die ganzen Veranstaltungen. Die Marktmusikkapelle Kirchbach übernahm die musikalische Gestaltung des Festakts. Zur Eröffnung waren zahlreiche Gäste anwesend. Ein Baubericht gab dabei einen Einblick in die umfassende Erneuerung der Halle. Die bestehende Halle war ja 40 Jahre alt und es waren natürlich sehr, sehr viele Sanierungsmaßnahmen notwendig. Zum einen einmal begonnen mit der ganzen thermischen Sanierung, auch Abnutzungserscheinungen und wir mussten die ganze Halle innen für den Sportbereich sanieren. Es ist ein Schwingboden eingebaut worden, der wesentlich knieschonender ist als der alte Boden. Und natürlich haben wir dann auch im Zuge dieser Sportsanierung die ganze Mehrzweckhalle angeschaut, was ist noch zu machen. Und sie ist eine Mehrzweckhalle und deshalb wurde auch besonderes Augenmerk gelegt darauf, wie kann man Veranstaltungen hier abwickeln, was braucht es für eine Gemeinde, was braucht es für die Vereine. Und deshalb haben wir hier auch im Prinzip die ganze Versorgungsinfrastruktur neu gemacht. Küche, Foyer. Die Halle wurde ja vorher mit Öl beheizt. Jetzt ist sie an der Wärmegenossenschaft Kirchbach angeschlossen. Dach befindet sich eine PV-Anlage, 700 Quadratmeter, das sind 150 kW Peak. Wir können den Strom tagsüber erzeugen am Dach, speichern ihn im Keller in der Nacht. Wir haben eine Batterieanlage und können dann in den Nachtstunden den Strom aus der Batterieanlage verbrauchen. Auch der Gemeinderat war tatkräftig beteiligt. Ich habe die Baustelle mitkoordiniert und auch selbst Hand angelegt und Sachen gemacht, die andere nicht gemacht haben. Ich schätze den Bürgermeister. Bürgermeister und sein Team machen super Arbeit. Und das war mir auch ein Anliegen, in diese Richtung tatkräftig zu unterstützen und zum Wohle der Bevölkerung ein gutes Projekt abzuschließen. Landesrat Karl-Heinz Kornhäusl hob in seinen Begrüßungsworten die Bedeutung dieser Halle für die Gemeinschaft hervor. Ja, egal wo man heute hinschaut, überall strahlende Gesichter und das zu Recht. Das ist wirklich ein Vorzeigeprojekt, diese Kirchbachhalle, wenn man schaut, wie viele Gemeinden da beteiligt sind, wie viele Vereine. Das sind unheimlich wichtige Projekte für die Gemeinden, für die Regionen, für all die Menschen, die hier leben. Das steht für Zusammenhalt, das steht für das Miteinander. Und das ist das, was wir als den steirischen Weg bezeichnen. Der Festakt fand seinen feierlichen Abschluss mit der Segnung durch Pfarrer Christian Grabner und dem symbolischen Durchschneiden des Bandes. Abschließend ließ man die Feier gemeinsam ausklingen.